Hast du mir einen Adventskalender gemacht? Ja, siehst du doch. Das ist lieb. Schön. Oh. Aber wieso denn? Nein, das ist nicht mit dem. Doch, hast du gesagt. Das sind zwei. Ja, einer für mich. Gina und Sa. Boah, Frechheit, Alter. Ohne Witz, die sind wirklich nett für mich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark aus dem extrem kalten Eisbiom, Schneebiom, wie man es auch nennen mag. Wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, sind wir auf der Suche nach einem Holzfarmtier. Jan Lukas vertraut auf den Biber, sucht deswegen Biberdämme. Ich vertraue auf den Mammut. Und ich habe zwar auch schon ein, zwei Mammuts mit über Level 100 getötet, aber mit dem Aspekt, weil ich erstmal Pelz haben möchte für die Pelzrüstung. Dementsprechend farm ich jetzt auch erstmal Pelz. Oh, hier ist glaube ich ein Mammut-Ei. Und ja, wie gesagt, erstmal Pelz farmen. Ihr seht in meiner Folge wahrscheinlich nur Action. Und wie ich ab und zu mal dann ins Paradies zurückfliege, weil mir dann hier doch zu kalt wird und mein Leben runtergeht. Ich habe manchmal so richtige Soundprobleme, ne? Wie meinst du? Da gibt es hier irgendwie so einen komischen Sound, weil ich am Fighten bin. Ich habe ich gerade angekündigt, ne? Ja, mit dabei ist ja Lukas. Nee, Grüße gehen raus. Moin, moin. Ja, ihr kennt unseren Plan. Die wird jetzt auf jeden Fall noch kälter, weil ich gerade im Gebiet umfliegen bin und hier wird mir schon kalt, obwohl es hier nur. Also, die normale Temperatur wird gerade kalt. Ja, ich muss jetzt Mammuts klatschen hier, Level 60er. Level 108er Mammut. Was sagst du, Schatz? Das hört mich unten gebrüllt. Wieso hast du gar nicht gebrüllt? Ich hab doch gar nicht gebrüllt. Doch. Was hat er denn gebrüllt? Man soll nicht blüten. Ah, ne, man soll nicht. Das war ein Ankylosaurus-Ei. Was machst du? Ich frage mal die Anzüge. T-Shirt, die Leggings. Ja, man kennt bei dir schon wieder Action in der Folge. Absolut. Absolut. Ja, ich habe Knochenbrüche. Ich muss aus dem Schneebiom. Halt, oh Gott, wenn du jetzt stehst, lache ich mich schlapp, bin ich ehrlich, ne? Wo sind denn da? Lina! Ja, ich bin jetzt aus dem Schneebiom raus, aber mir ist trotzdem nur arschkalt. Lina ist so übelst der Special Guest. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Oh, hier ist ein Alpha. Ist das Kano? Ja, ich muss jetzt Leben chillen. Ein Alpha-Kano, den verwarsch will man noch. Hier ist noch ein Alpha-Tier. Oder? Ah ne, sah nur so aus. War ein roter Petri. Diese Verwechslungsgefahr, sie ist real. Ah. Hier kommt mir so einiges gerade wieder bekannt vor, weil wir hier halt immer hergejoggt sind, so als wir angefangen haben zu zocken, wo wir da an dieser Landzunge uns aufgebaut haben. Aber waren da auch Biberdämme? Sollten da in der Nähe sein, laut der Map, aber ich habe da jetzt keine gefunden. Lief hier aber immer mal wieder so an so Ecken vorbei, wo eigentlich Biberdämme sein könnten. Könnten. Auch jetzt nicht nur von der Karte, sondern auch aus meiner Erinnerung her. So, Nummer 86 Pelz. Ich muss mal gucken, wie viel Pelz man insgesamt braucht. Viel, das weiß ich noch. Ja, für die extrem gute brauchte man auf jeden Fall viel. Also für die normale. Ja. Also, ich glaube, ging so normal viel, aber... Also, ich könnte eigentlich auch länger im Schneebiom bleiben, aber mein größtes Problem ist halt einfach nur, wegen der Kälte, ne? Also... Kacke, ja. Kacke. Weil du einfach Kacke bist. Kacke. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Ist das so? Ich decke hier auf jeden Fall viel von der Karte auf, das ist auch geil. Dann habe ich halt immer das Problem, dass ich nichts sehe. So, direkt mal hier ein bisschen Leben hochpushen. Ja, Gesundheit geht wieder hoch. Perfekt. Dann machst du direkt zwei Rüstungen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du jetzt. Kannst du den schon komplett machen?
Also wirklich jedes Teil? Ja, ich habe alles schon gelernt dafür. Okay, na gut, dann. Nee, ich meine, ob du es machen willst, quasi dann direkt jede, also die komplette Rüstung. Ja, oder? Oder ob wir quasi erstmal nur so ein paar Teile machen, dass uns gerade so nicht kalt wird. Kann ich hier reinfliegen? Ich kann ja meine schon anfangen zu craften. Heilige Scheiße, was war das? Damit ich da auch mehr... hat sich ein Sarko drin versteckt, das war frech. Damit ich da mehr mitnehmen kann. Ja. Genau. Ah, es geht's wieder ans Farmen erstmal, ne? Ans Farmen, Farmen, Farmen. Wir haben auch so viel Fleisch, ne? Was wollte ich denn jetzt machen? Warte mal, wenn ich den Pelz jetzt schon mal mitnehme. Ich guck mal, ob ich mir schon irgendwas machen kann. Wir haben jetzt 326 Pelz. Also der Adler farmt nicht so schnell. So, Rüstung, Pelz. Okay, ich könnte schon mal eine Hose machen, ein Oberteil. Ich mache mir schon mal ein Oberteil und eine Hose. Das sind ja die wichtigsten Sachen. So. Dann mache ich mal Füße. Ich kann genau einmal die Rüstung machen. Lol. Ja, dann ziehe ich die direkt schon mal an und dann farme ich jetzt dann für dich. Ist die auch nicht mehr so kalt, ja. Genau. Ne, mein Biber will ich, mein Otter will ich nicht mitnehmen. Ja, wenn du die Pelzrüstung hast, dann ist er sowieso. Was ein so. Arschloch, Alter. Ich stehe da einfach nur und der haut mich. Unfassbar frech. Dann ziehen wir die Rüstung jetzt mal an. So. Es ist mir natürlich zu warm, ist ja logisch. Aber ich fliege jetzt mal los und hol noch mehr Pelz. Hm? Was ist das? Dich? Dich im Scheißergang. Hast du mir einen Adventskalender gemacht? Ja, siehst du doch. Das ist lieb. Oh! Ja, wieso denn? Nein, das ist nicht mit dem. Doch, hast du gesagt. Das sind zwei. Ja, einer für mich. Gina und Sa. Boah, Frechheit, Alter. Oha. Ohne Witz, die sind wirklich nicht für mich. Alter. Absolut Ehre entwendet. Oh. Oh, ich kämpfe gegen Alpha Kano. Ich hab viel Spaß, viel Glück. Boah, das ist aber jetzt echt frech, ne? Das ist frech. Schon so ein bisschen, ne? Wir werden nur einmal für deine Geschenke bekommen, ja? Hä? Du bist jetzt nicht mehr. Ist da bei beiden eine Zelbe drin? Ja, manchmal, also Tony von Robusta eigentlich immer dasselbe und manchmal andere. Achso. Vom Produkt her ist es quasi dasselbe. Aber die Kampfmusik ist so laut, ey. Ich stelle die Kampfmusik runter, ich glaube, du kannst sie wieder ausmachen. Aber du kannst die lauten Musiklautstärke ein bisschen ändern, die habe ich auch extrem weit unten. Das gehört dann auch die Kampfmusik dazu? Ja, klar, jede Musik. Ja gut, dann machst du jetzt gleich erstmal runter. Alter, du Alpha, Level 30. So unter Musiklautstärke fällt auch unter Musiklautstärke. Ja, dann machst du jetzt gleich mal direkt. Ich jetzt noch hier. Kann der Kano jetzt mal sterben? Ich krieg gleich einen Krampf im Finger. Steig doch ab und lass deinen Vogel allein kämpfen. Nee. Das gibt nur Stress. Aber der ist schon so blutig. Mit einem anderen Finger. Oh. So, ich komme jetzt hier an die nächste Stelle, wo laut Map wir Biber spawnen können. Du hast doch noch nicht mal einen Damm oder so gefunden, ne? Ah, nein, jetzt ist er down. Kein Anzeichen von Bibern gefunden. Das hat mich auch ein bisschen aufregt. Jetzt ist er down, jetzt gucke ich gerade erstmal bei Dingens. Hier war Action, Alter. Optionen. Hier ist auf jeden Fall ein Terz. Musiklautstärke. Ja. Ey, die ist schon bei mir voll weit unten.
Also Effekte. Ich hab die wirklich, glaub, so ein... Ne, Effekte ist zum Beispiel, wenn du angreifst, halt schlägst, so. Okay. Warte. Umgebungslautstärke. Dann ist bei mir volle Lautstärke. Okay, warte mal, ich guck mal kurz bei dir. Ah, dann ist ja eigentlich nur dieses Vogelgezwitscher, also, was ich jetzt gerade derzeit habe. Ich hab Gesamtlautstärke so ein bisschen unter mittlerer Lautstärke. Ja, Lautstärke Musik habe ich quasi eins von ganz niedrig weg. Effektlautstärke habe ich so ein Viertel. Lautstärke Sprache habe ich ganz unten. Umgebungslautstärke habe ich auch komplett oben. Okay, ja, ich habe jetzt... Jetzt habe ich halt nicht gespeichert. Bei mir ist die Musik jetzt eigentlich nicht so laut, bin ich ehrlich. Ja, ich habe jetzt auch mal noch weiter runter gemacht. Mich regt das ein bisschen auf, dass wir hier keine Biber finden. So, jetzt... ich muss ja noch schauen, was wir jetzt hier überhaupt im Inventar bekommen haben. Ich habe so viele Explorer-Notes gefunden, ne? Vom Känguru habe ich die Explorer-Note. Machen wir das mal dahin. Das tun wir direkt rein. Die Chitin-Rüstung weiter. Eine gute sogar. 21 Pfeile nehmen wir auch wieder mit. Da müssen wir keine Pfeile mehr produzieren, ne? Nicht. Nicht. Bei Level dazu bekommen. Da gehe ich nochmal auf Schaden. Also ich mache jetzt mit meinem Adler 600% Schaden. Tschüss. Viel Spaß. Ich mache hier keine Kraft. Ich mache hier keine Kraftausdrücke. Du. Du. Und deine Mutter hatte ich schon. Ich wollte gerade eben mal Böses sagen, aber ich hab's mir dann verkniffen. Du Blödi. Du Dovian. Halt genau an dem. Ja, ich bin genau an dem Spot. Ja, jetzt, Alter. Oh, hier. Was bedeutet nochmal der Ring um diesen Blue Drop? Dass da was Besseres drin sein kann. Was Geileres drin ist, ne? Besserer Loot, ja. Jetzt kommen hier die. Ich will doch nur an den Loot. Jetzt kommen hier die Wildschweine. Ich will nur Biber Pumbas. Die Pumbas. Vor allem, die heilen sich die ganze Zeit hoch, weil die diesen Booster haben. Mhm. Ah, ist grad nett. Ja, jetzt geht ihr sterben. Okay. Eine Kraftausdrücke, ja. Jetzt kriegen die den Boost wieder. Karma nennt man das. Ah, komm, ich lock die einfach weg. Nimmt man Karma. Ah ja, ich pack jetzt in den drin. Stabil. Schön. Ja, guck mal hier hin, Pumbas. Fliegen wir extra einen Bogen. Bögen? Alter, es kann doch nicht sein, dass hier keine scheiß Biber irgendwo in der Nähe sind. Das ist doch nicht normal. Ja, vielleicht sind die sind halt auch echt selten, ne? Ja, wir haben, ich sag mal so, wir hatten... Oh mein Gott! Sonst immer das Glück, wir haben schnell Biber gefunden, weil die halt oft im Paradies gespawnt sind. Jetzt dann muss ich gerade mal was schauen. Ich habe was Gutes bekommen. Ja. Und zwar... Ja gut, Metallschild. Okay, normales, okay, aber am Bauplan für überragende Flakhandschuhe. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. In dem Gebiet kann keiner spawnen. Dann fliege ich jetzt mal den Weg nochmal ab und fliege dann auch ins Paradies einfach mal zurück. Das macht keinen Sinn. Alter, wir haben so oft so schnell Biber gefunden eigentlich. Wie gesagt, klar, wir haben die ich Level 120 Mammut. Warte mal. Ich glaube, ich bin gerade an der Ecke, die ich eben meinte. Ja, ich glaube, ich bin hier an der Ecke, die ich eben meinte. Nee, ist nicht die Ecke, die ist am Link auf Ragnarok, aber die könnten dann trotzdem welche sein. Laut der Map zwar nicht. Ich bin ehrlich, ich vertraue dem einfach mal nicht. Ja, Level 120er Mammut. Durch diesen Urwald mit den Katzen, ne? Mach Mut. Okay, ich hab blöd Pelz gefarmt. Ja. Ich hätte wesentlich effektiver Pelz farmen können. Ja. Ich hab die immer mit dem Adler abgebaut, aber ich kann ja auch einfach absteigen und mit der Spitzhacke draufhauen. Also... Da warst du dann wirklich etwas unproduktiv. Ja.
Ah, ne, weißt du, was hier so laut ist? Das sind wirklich hier die Effekte, wenn ich angreife. Das ist so laut. Da muss Effekt draufstecken. Ja, muss ich auch machen. Ja, muss machen. Das ist doch jetzt der größte Bullshit. Hier waren doch immer Biber. Die Explorer Bits. Ich finde hier so viele Explorer Modes, ne? Oh, vom Pferd. Ist das ein Biber? Ja, es ist ein Fisch, ich dachte, es wäre ein Biber. Ja, moin. So, dann mach ich hier mal die Effektlautstärke noch runter. Effekte. Hier unten war doch, glaube ich, ein LUL! Was denn? Nee, ich sag noch nichts, ich sag noch nichts, ich bin mir nämlich schon nicht sicher. Ja, ich glaube, da machst du nochmal eins lauter oder so. Ja. Ja, doch, ich mach's nochmal was lauter, die Effekte. So machen wir die Effekte. Gerade noch mal gucken hier, wenn ich jetzt angreife oder wie es laut ist. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, so ist gut. Obwohl vielleicht eins. Eins machen wir noch mal leiser. Erstmal die Einstellungen tätigen hier. Enten ist ein Alpha Kano. Welches Level ist der? Jetzt läuft der gerade natürlich voll aus meiner Sicht raus. Ja, klatscht den. Alpha sind gut. Ich bin hier halt mitten im Dschungel, ne? Ach so. Ja, ich glaube, da habe ich das Ding gesehen oder habe ich das Ding gesehen? Ja, weg. Wo ist der Alpha Kano? Da. Wie lange man jetzt im Schneebiom sein Level kann, 12, wenn man die Rüstung hat, ey. Das ist halt schon echt gut. Ich mit meinen 121 Schaden mach schon jetzt easy fertig. Weißt du, was das einzig Gute an den Alpha-Tieren ist? Schlicht und ergreifend. Die geben richtig viel Level. Die laufen. Ich höre dich gerade nicht, weil die sind gerade so viel Terrorbirds und Terrorbirds sind so laut gerade. Oh mein Gott. Hier moin. Ich verliere die Kontrolle. Okay, Terrorbird gekillt. Moment, ich rede gleich weiter, wenn ich den hier genutzt habe. Ich krieg sogar einen Level-Boost, ne? Ich habe ja noch die Explorer-Notes 2000 mal eingesammelt. Level up! Wenn ich den jetzt klatsche, müsste ich eigentlich locker 10 Level oder so dazu bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. So, ich mach dir jetzt die Rüstung noch fertig. Da ist er. Und dann begebe ich mich schon auf Mammutsuche. So, Moment kurz, ich flieg mal kurz ein Stückchen nach oben. Also erstmal habe ich 7 Level dazu bekommen. Pfeile, ah gut, den Bogen, den braucht jetzt keiner. Dann Alu-Arm, ein Alpha-Kano-Arm, sag ich doch. Dunkelblaue Metallspitzhacke nehme ich auch mal mit. Sonst halt nur Scheiße. Was ich sagen wollte, das Geile an Alphas ist die Tatsache, dass die nicht abhauen, wenn sie kurz vor Tod sind. Ja, die fighten halt immer weiter, ne? Ja, das ist halt das, was die geil macht. Geil. So richtig geil, Alter. Ich habe hier voll den schönen Ausblick gerade, ne? Echt? Ja, Mann. Bin ich nochmal? Ja, Mann, Alter. Pass mal auf, wenn ich jetzt gleich einen Mammut suche. Ah, hier sind noch so viele Ankes, ne? Wir hätten nur die Anker einfach hier zählen können. Wenn ich später einen Mammut suche, finde ich wahrscheinlich keins mehr. Das könnte gut sein. Nee, Mammuts. Also Mammuts und Wölfe ist halt kein Problem zu finden. Nee, ist auch eigentlich nicht. Weil die sind halt einfach so oft da. Hier ein bisschen was rausschmeißen. Das. Ich mach Mut. Nochmal 200 Leder. Und Fleisch kann ich auch mal rausschmeißen. Mammut Level 6. So, 7 Level. 7 Level. Ja, da gehe ich auch noch ein bisschen auf Schaden. Gut, ich mache fast 700 Schaden. Okay, ich glaube, ich habe ein Tier, was ich zählen möchte. Okay, und das wäre?
Es ist erstmal kein Mammut, es ist ein Nashorn, Level 156 für Stroh. Okay, ja, das ist keine schlechte Idee. Ich komme gerade so vor, als wäre ich übel langsam. Ich muss nur gucken, wie ich es zähle. Nein, das ging mir nicht gepackt. Probier's mal aus. Ich hatte letztens auch ein relativ großes Tier gepackt, obwohl ich dachte, das ging nicht. Die Folge ist zu Ende. Ich probiere das jetzt nur aus. Ist mal gerade an der Ausdauer habe ich noch. Naja, dann. Nee, krieg ich nicht. Vielleicht wenn wir zu zweit versuchen? Ja, gut, die Folge ist zu Ende. Ich versuche einfach. Gut, du hast zwar wieder die nächste. Ich versuche es trotzdem irgendwie zu zähmen. Mhm. Entweder schaffe ich das oder nicht. Schaut auf jeden Fall dann am Freitag wieder aus der Sicht vom Jan Lukas rein. Ihr werdet mich ja dann im Hintergrund hören, ob ich es schaffe oder nicht. Ob ich sterbe oder nicht. Ich sage, du stirbst. Ich glaube, ich auch. Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns am Freitag wieder. Das soll es für heute gewesen sein. Ciao, ciao.